Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und dazu bin ich auf meinem Hunter gelockt, habe mit dem ein paar Kisten gefarmt. Und zwar die großen Kisten mit Bergungsgut. Und ja, die wollen wir heute aufmachen. Zwei Items brauche ich aktuell da noch raus mit dem Jäger. Und zwar einmal die Spurensucher-Schrotflinte und die Spurensucher-Armschienen. Und ich würde sagen, da schauen wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben und die zwei Items rauskriegen. Oder zumindest eins von beiden. Das erste war schon mal nix, da haben wir nur ein paar Erze drin. In der zweiten Kiste haben wir eine Rüstungsverbesserung am Start. Dann haben wir Spurensucher-Beinschutz. Das ist der hier, ja, zumindest ein Gear-Item. Dann als nächstes habe ich jetzt irgendwie gar nichts bekommen. Warte, bin ich am Ressourcen-Cap? Kann das sein? Aha, wir sind am Ressourcen-Cap, okay. Dann muss ich mal schnell was ausgeben. Ich habe nämlich ja hier den Handelsposten. Und dann kaufen wir jetzt mal hier das Erz, würde ich sagen, oder? 500. Dann haben wir nämlich wieder ein paar Ressourcen rausgehauen und dementsprechend verschwenden wir keine Ressourcen, ne, die wir aus den Kisten auch mit rausziehen. Da kriegst du nicht viel, aber ne, ich lasse ungern was liegen, sagen wir es mal so. Gut, jetzt haben wir schöne Ressourcen gekriegt und nochmal und nochmal. Aber ja, es gibt nur Ressourcen. Belastend. Komm, gib mir die Schrotflinte. Bisschen Frostwurz noch dabei. Aber hauptsächlich Ressourcen, ne? Ein Rüstungsverbesserungs-Item. Noch ein bisschen Fell haben wir bekommen. Was haben wir da? Nochmal die Hose, die habe ich doch eben gerade gezogen. Oh Mann, gib mir die Handgelenke. Oder die Flinte. 5 haben wir jetzt noch. Nochmal ein Rüstungsverbesserungs-Item. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und das letzte, komm jetzt Daumen drücken. Ah, schade. Warum kriege ich denn zweimal die Hose raus? Blöd, blöd, blöd. Ja gut, das war ein Griff ins Klo. Sehr, sehr schade. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal wieder. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tula, bis zum nächsten Mal. Ciao.